Hallo und grüezi. Während der gestrigen Debatte über die Fußfesseln für Stalker im Schweizerischen Nationalrat versuchte die SVP von Simonetta Sommaruga, die veröffentlichten statistischen Daten bestätigt zu bekommen. Bevor unsere verantwortliche Bundesrätin das Rednerpult verlässt, sagt sie Folgendes. Wenn Sie das Problem unbedingt bezeichnen wollen, dann ist es ein Männerproblem. In Deutschland während der Bundespressekonferenz hat die Sprecherin des Innenministeriums Eleonore Petermann auf Nachfrage bestätigt, dass immer noch lediglich 40% der nach Deutschland kommenden Asylbewerber über Papiere verfügen, die ihre Identität bezeugen. Bei 60% sind die Behörden auf Selbstauskunft und andere unzuverlässige Quellen angewiesen. Aber hören wir selber. Frau Bundesrätin, ich will von Ihnen wissen, wie und in welchem Umfang diese enormen Gewaltexzesse einen Zusammenhang mit der massiven Zuwanderung haben. Ja, ich kann Ihnen hier dazu mitteilen, dass bei den beschuldigten Personen im Bereich der häuslichen Gewalt die schweizerische und die ausländische Wohnbevölkerung gleich vertreten sind. Frau Bundesrätin, Sie haben gesagt, es sei ungefähr halb halb. Ja, ich glaube, die Vorlage, die wir heute beraten, die unterscheidet ja nicht, woher die Täter kommen und welche Vergangenheit sie haben, sondern sie beurteilt alle Täter gleich. Wir haben eben einen Ausländeranteil von 25% und diese 25% der Ausländer sind verantwortlich für über 50% dieser Fälle, die wir hier jetzt behandeln. Ist es ein Ausländerproblem hauptsächlich oder nicht? Herr Nationalrat Hess, wenn Sie das Problem wirklich unbedingt bezeichnen wollen, dann ist es ein Männerproblem. Ja, Frau Bundesrätin, Andreas Glarner hat Ihnen eine Verständnisfrage gestellt, die Sie nicht beantwortet haben. Deshalb stelle ich sie Ihnen nochmals. Ich bleibe dabei, Herr Eschin. Wenn Sie präzis sein wollen, dann ist es ein Männerproblem. Ja, Frau Bundesrätin, dann frage ich nochmals nach. Die gleiche Frage. Ich wäre froh, wenn Sie das beantworten können. Wenn Sie daraus ein Ausländerproblem machen wollen, dann können Sie das Problem gar nicht anpacken. Ja, Frau Bundesrätin, würden Sie nun endlich die Frage beantworten? Verüben 25% Ausländeranteil daraus 50% der Straftaten? Ja oder nein? Ich habe Ihnen die Zahlen genannt, die ich hier vor mir habe. Und ich improvisiere keine Statistiken, wie Sie das gerne von mir haben möchten. Das mache ich nicht. Vor zwei Jahren, im September 2016, hat das BAMF mal die Zahl rausgegeben, dass nur 40% der Asylsuchenden überhaupt mit Dokumenten kommen. Kann man dann davon ausgehen, dass das heute noch so ist und dass dann 60% der Asylsuchenden sozusagen ihre Identität mit einer Selbstauskunft belegen? So ist es nach wie vor. Wir haben dazu keine statistischen Zahlen, sondern das sind Einzelschätzungen, die aber dieses Bild nahelegen, dass nach wie vor ca. 40% der Asylsuchenden nur über Papiere verfügen. Das heißt aber nicht, dass man völlig ohne Informationen ist. Sie wissen, es gibt einmal die Möglichkeit, auf anderem Wege an Informationen zu gelangen, zum Beispiel durch Assistenzsysteme wie das Auslesen mobiler Daten oder durch IT-Tools, zum Beispiel der Spracherkennung, durch Hinzuziehung anderer Dokumente, die vielleicht vorhanden sind, aber keine Ausweispapiere sind, wie Heiratsurkunden, Schulabschlüsse und so weiter. Also das Ganze, die Bewertung findet dann auf einer großen Anzahl oder auf mehreren, stützt sich dann auf mehrere Quellen, die dann eine Gesamtbewertung zum Schluss ermöglicht. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bitte dieses Video teilen, bewerten und meinen Kanal abonnieren mit Glocke drücken. All dies hilft enorm, damit mein Kanal weiter bestehen kann. Danke fürs Zuhören und bleibt gesund!